Hier haben wir mal die Musterlösung und zwar bei der A. Also wo sind wir denn? Bei der A wollen wir den Abstand des Punktes R von der gelben Fläche. Also das ist hier so, da gehe ich hier so lotrecht runter. Das ist dann der Abstand. Und bei der B will ich dann die Rohrlänge wissen. Also bei der B will ich das. Das ist meine B und das Blaue ist meine A. Ne? Den Abstand. Und den Abstand, das macht man mit der Hesse. Das heißt, also ich brauche von der gelben Ebene die Hesse Form und dann kann ich den Punkt R in die Hesse einsetzen, kriege den Abstand raus, da ist er. Für die Hesse haben die jetzt sich den normalen Vektor gesucht, offensichtlich ist das hier A. Ich gehe da 8 Meter hoch, ja, also der hat 0, 0, 8, 0, 0 und 8 Meter hoch. Und das, glaube ich, ist mein B, nee, ich glaube, das ist, haben die B genannt, das haben die C genannt, das kann man machen, wie man will und dann habe ich hier mein AC. AC und hier habe ich mein AB, das sind diese beiden Geschichten und wenn ich die kreuze, bekomme ich den normalen Vektor. Also der steht dann so ein bisschen so schief, das ist der normalen Vektor. Und als Aufpunkt, hier ist der Aufpunkt 20, 0, 8, da haben die C genommen. Könnte man auch A nehmen oder B nehmen, das ist egal. Also ich habe den AB jetzt nochmal so ein bisschen anschaulich, ja, damit hier so wer. Für den es zu schnell ging, hier nochmal so das Prinzip erklärt. Also alles weg, ja. Also ich habe hier Vektor, Kreuzvektor, gibt einen normalen Vektor und den haben die gekürzt. Ob ich 0, 40, 2, 40 oder 0, 1, 6 mache, ist egal. Also einen langen Vektor haben wir einen kurzen Vektor gemacht. Gut, Ebene. Jetzt vom normalen Vektor den Betrag. Also Betrag von n ist Wurzel 0 Quadrat plus 1 Quadrat plus 6 Quadrat. So. Und das ist dann 37. Also hier dieses Wurzel 37. Wenn ich die ganze Ebene durch 37 teile, dann habe ich die Hesseform. Und jetzt dieses R in die Hesse einsetzen. Da ist 10. Sieht man hier nicht. Wo ist das? Also hier ist es eingesetzt. Also ist schon weiter aufgelöst. Also die haben hier mal ein bisschen größer. Der Punkt ist 10, genau. 10, 10, 8. Also 10, 10, 8 einsetzen und das Ganze am Schluss mal 1 durch Wurzel aus 37. Und dann kommt nicht 0 raus, sonst wäre es auf der Ebene, sondern dann kommt 1,64 raus. Genau der Abstand, der da gefragt ist. Nächstes, jetzt möchte ich diese Länge haben. Also ich gehe hier senkrecht runter, also von dem Punkt R senkrecht nach unten. Und da baue ich mir eine Hilfsgerade G, die senkrecht steht und schaue, bei welchem Punkt schneidet dieses G die gelbe Fläche. Und jede Gerade G schaut ja immer so aus, x ist gleich Aufpunkt plus Lambda mal ein U. Und als Aufpunkt nehme ich jetzt natürlich mein R, weil die Gerade G soll ja durch diesen Punkt gehen. Und dieses Lambda plus Lambda, ich brauche jetzt einen senkrechten Vektor. Und senkrecht ist eben 0, 0, 1. Das da mache ich weg. So. Und damit habe ich eine wunderschöne Gerade, also x ist, r war 10, 10, 8, 10, 10, 8 plus Lambda 0, 0, 1. Und diese Gerade setze ich in meine Ebene ein. So. Setze ich da hinein, dann bekomme ich irgend so ein Lambda. Jetzt schauen wir nach, was haben die gemacht. Also da ist meine Gerade. Und die Gerade setzen sie in die Ebene ein, bekommen Lambda ist minus 5 Drittel und dann dieses minus 5 Drittel wieder da einsetzen. 1, 2, 3. Na, logischerweise 10 und 0 mal irgendwas, 10 und 0 mal irgendwas und dann habe ich hier den Punkt. Und wenn ich den RS, den Betrag, nehme, dann habe ich den Abstand. Also mit dem, was ich jetzt gemacht habe, habe ich ja, die nannten das S. Also wieder sauber machen, so, da. Also was ich jetzt die ganze Zeit berechnet habe, war ja dieser Punkt S. Dieser Punkt da oben ist mein R. Und Betrag von RS ist mein Abstand, den ich suche. Ja, so geht's. Ein Betrag geht wieder mit dem doppelten Pythagoras.